Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. Ja, in der letzten Folge haben wir es ja endlich geschafft, hier alles zu komplettieren. Und da hat man uns ja schon gesagt, wir gehen zum nächsten Level über, und zwar zur Pathologie. Ta-ta-ta-ta. Mal schauen, was uns da im ersten Level erwartet. Voll im Stress. Ui, ui, ui. Stelle sicher, dass Ryan zur Beobachtung bleibt. Ich muss mal eben einen Zettel hier wegtun, weil wenn ich ja schon voll im Stress bin, sollte ich meine Maus auch richtig hin und her bewegen können. So, ich sollte gucken, dass ich eventuell mal Oliver finde, wobei ich dem wahrscheinlich wieder mal nicht finden sollte. Dass Ryan zur Beobachtung bleibt. Ja, wie soll ich das denn bitte? Naja, okay, ich versuche es einfach. Es geht ihm also wirklich gut. Sieht so aus, als... Alles scheint auf eine Panikattacke hinzudeuten. Aber wir nehmen noch eine Blutprobe, um sicher zu gehen. Warum sind wir denn dann in der Pathologie? Kann ich jetzt meine Mama sehen? Es tut mir leid, Ryan. Aber sie muss noch zur Beobachtung hier bleiben. Kommst du mit der ganzen Situation klar? Ich will einfach nur wieder in die Arbeit. Ich verstehe. Was für ein Zufall übrigens, dass deine nächste Praktikumsstation ausgerechnet bei mir hier in der Pathologie ist, wo wir doch jetzt einige Bluttests durchführen müssen. Wo du das gerade erwähnst, sollten wir hier nicht ein paar Leichen sein oder Polizeiberichte? Du denkst an die Rechtsmedizin. Wir betreiben hier keine klinische Pathologie. Das ist im Prinzip der Fachbegriff für die Laboruntersuchung von Blut, Gewebe und anderen Flüssigkeiten. Kannst du sicherstellen, dass sich dieser junge Mann heute nicht davon stiehlt? Okay, ja, da war ich wohl auch so einen kleinen Bären aufgebunden, weil ich musste auch direkt erstmal an die Leichen denken. So, wir haben 400 Einkaufsgeld. Jetzt sind hier natürlich wahnsinnig viele Sachen, die wir machen können. Was das jetzt hier genau ist, weiß ich jetzt auch nicht. Gut, die Stühle, die habe ich, glaube ich, immer als letztes gemacht. Also ich würde sagen, dass wir erstmal zweimal von den Wartestühlen nehmen. Die Patienten in diesem beruhigen Wartestuhl verlieren langsamer ihre Herzen. Ja, würde ich sagen, dass wir da erstmal zwei von nehmen. Weil die da ja als erstes warten werden. Ja, und dann werden wir erstmal schnell reinstarten. Und hoffen, dass ich nicht allzu viel falsch mache, weil ich habe im Moment auch absolut gar keine Ahnung, was ich eigentlich machen soll. Und wie ich verhindern soll, dass der sich hier wegstiehlt. Ja, natürlich setzt er sich dann direkt auf den falschen Stuhl. Was ist das denn für ein Ömmel hier? So, gucken wir mal. Du gehst schon mal hier hin. Schnell. Zack. Einmal das. So. Da. Okay. Da. Da. Okay, hervorragend. Ich konnte jetzt nichts lesen, was jetzt gerade rechts stand, aber ist nicht schlimm. Du möchtest jetzt auf den Stuhl. Nein, 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 nein. Du setzt dich wieder hin, mein Freund. Setz dich hin, aber schnell. So. Du? Ich habe keine Ahnung, wo du hin musst. Willst du da hin? Ich weiß es nicht. Ach so, du brauchst die... Das und das und das. Okay. Keine Ahnung. Diese Station, können mehrere? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein? Nicht? Oh Gott. Was soll ich denn hier machen? So, das nehmen. Ne? Und dann da? Nein, 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 nein. Du schleißt dich hier nicht weg. Vergiss das. Die kassieren wir jetzt mal eben ganz schnell ab, damit die wenigstens... So, damit die weg ist. So, das mit der Blutprobe. Dich setzen wir mal hier hin. Und du gehst dahin. Blutprobe. Zack. Da rein. Dich kontrollieren wir mal eben. Oh Gott, ist das heute wieder ein Chaos. So, dich. Du kannst hier leider noch nicht hin. Wo muss ich denn jetzt draufdrücken? Da. Da. Keine Ahnung. Was weiß ich? Da. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, das war jetzt aber ganz blöd hier. Du weg und du schleichst dich nie weg. Vergiss das. Vergiss das, mein Freund. Setz dich wieder hin. So, schnell abkassieren. Mach hin. Und irgendwie hat das hiermit zu tun, glaube ich. Ja, 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 ja. Komm, in der Zeit kontrollieren wir dich mal eben.
Das nehmen wir auf. So, das hat irgendwie mit ihr zu tun, glaube ich. So, du darfst dich hier unten hinsetzen. Du gehst dahin. Nein, 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 schleich dich nicht raus. Ich habe gerade, habe ich ans Meerschweinchen gedacht, aber ich habe es noch nicht gesehen bisher. So, Moment, dann du und du dahin. Ja, dann kontrollieren wir bei dir nochmal schnell. So. Na halt, stopp. Das. Naja, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ah, du gehst dahin. Das schnell weg. So. Den mal schnell. So. Oh Gott. Da, da. Ach so, ich muss nur in die Mitte. Eigentlich ist es egal, wo ich da. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Okay. So, du gehst da hinten hin. Ich bin irgendwie immer in der rechten Seite. Ich weiß auch nicht. Ich bin auf dem falschen Monitor die ganze Zeit, wenn ich klicke. Das ist natürlich nicht so toll. So, mal eben schnell dahin. Ja, schnell abkassieren. Und wehe, du haust jetzt ab hier. Oh. Okay, also ich habe kein einziges Mal einen Oliver gesehen. Aber wir haben die Herausforderung geschafft. Und wir haben immerhin noch 2 Sterne geholt. So. Finde veränderte Zellen. Schiebe den Objektträger unter das Mikroskop, um andersfarbige Zellen zu finden. Agiere schnell und halte Ausschau nach der Farbe Rot. Okay. Oh je. Ja? Junger Mann, du scheinst ja gesund zu sein. Daher darfst du gehen. Endlich. Aber nicht bevor ich das sage. Allison. Ich meine, unsere Mutter, sie wollte nicht einmal herkommen. Nein, so war das nicht gemeint. Es gab nur eine Option und wir haben sie dazu gezwungen, diese zu wählen. Sie redet oft über dich. Sie braucht deine Hilfe. Ryan, das war für uns alle ein langer Tag. Warum lassen wir es für heute nicht gut sein, okay? Wir haben unsere Freundin hier freigeschaltet und ein neues Minispiel, beziehungsweise eine Herausforderung. Pass auf, wo du hintrittst. Räume die gefährliche Unordnung auf, während du dem Patienten hilfst. Oje, oje. Das hört sich nicht gut an. Okay. Aufräumen, aufräumen. Oh. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Dich müssen wir sitzen lassen, weil die Stühle sind gar nicht frei. Und das, das. Das, so, du kannst schon mal hier hin. Du kannst hier hin. Oje, oje. So, als nächstes kommst du dran. Oh, den Kram müssen wir erstmal wegräumen hier. Hallo. Ich kann keinen von euch behandeln, wenn ich nicht an die Sachen komme. Das muss auch weg. So, jetzt aber schnell. So, dahin. Du warst, glaube ich, jetzt. Oh, du kannst da auch gar nicht hin. Doch, du kannst da hin. Okay, dich räumen wir mal eben schnell hier. Eieieiei. So. Machen wir in der Zeit das mal eben. Zack. So, du setzt dich schon mal auf den Stuhl. Das räumen wir in der Zeit schon mal weg. Du kannst dich schon mal hier hinstellen. Da ist noch nichts frei. Das müssen wir leider vorher mal eben wegräumen. Das auch. So. Oh, jetzt bin ich zum Falschen gelaufen. Moment. Blut, Blut, Blut. Du setzt dich schon mal hier hin. So, da. Blut. Zack. So, du kannst dich noch nicht da hinsetzen. Tut mir leid. Die Pipette habe ich noch nicht genommen. Geh, los. Zackig. Das, 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 das. So. Dann schnell aufräumen. Zack, zack. Du kommst da oben hin, du kommst dahin. Dich. Wieso geht der jetzt nicht dahin? Hallo. Achso, der soll dahin. Entschuldigung. Du sollst dahin, du dahin, du dahin. Und ich stehe jetzt hier gerade, um die Sachen zu machen. Nein, wieso nimmt die Schere nicht? Was ist denn jetzt los? Hallo, du sollst die beiden Sachen kombinieren.
Mein Gott. So, nimm das und das. So, dahin. Schnell das machen. Los, Leute, 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 Leute. Nein, halt, stopp, wir haben die Pipette vergessen. Schnell. Zack, 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 zack. Geh weg da. Ich muss den hier dringend versorgen. Dich setzen wir dahin. So, bei dir ist alles okay. Zack, zack. Ja, komm, mit der Schere, heute noch. So. So. Warum setzt du dich nicht dahin, du blöde Kuh? Ach, mein Gott. So, Blut. Blut, Blut. Eieiei, ist das chaotisch heute. So, dich können wir abkassieren. Okay, perfekt. Wird aber jetzt keine drei... Nee, es wird keine drei geben. Schade, schade, schade. Aber trotz der ganzen Hektik, die ich dann doch noch hatte, immerhin noch zwei Stück. Aber das mit dem Aufräumen, das war jetzt echt abartig. Also da weiß ich nicht. Man musste ja immer erst die Sachen wegräumen. Das war ja echt ätzend. An die Arbeit. Führe 5 wichtige Tests für Ruth durch. Okay, ich werde sowieso einen Oliver Wittermann nicht finden. Oh, aber ich hoffe, dass ich wenigstens die Herausforderung hinkriege. So. Hast du dich etwas ausgeruht? Ja, vielen Dank für die Rettung gestern. Puh. Meine Mutter, mein Bruder. Das alles war alles ein wenig auf einmal. Ich weiß, Liebes, ich weiß. Obwohl ich denke, dass du darüber reden solltest, was du tun willst. Es ist besser, sich den Sachen direkt zu stellen, als vor den Problemen davonzulaufen. Man weiß schließlich nie, wie viel Zeit einem noch mit einer Person bleibt. Ja, willkommen im Laden. Ich würde eigentlich sagen, dass wir den letzten Stuhl machen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Leute natürlich auch hier drin mal länger warten müssen. Deswegen tendiere ich dazu, dass wir hier einen Stuhl schon mal umwandeln und ich hoffe, dass wir nicht mehr als 2 Leute da oben sitzen haben. Also kaufe ich mal hier einen besseren Stuhl. Der sieht ja sehr spacig aus. Vor allen Dingen für eine Pathologie. Okay, da haben wir ja schon festgestellt, dass es nicht immer die Pathologie ist, die wir alle im Kopf haben. Ja, dann fangen wir mal an. Hallöchen. Warum setzen die sich immer genau auf den Falschen drauf? Ich verstehe es nicht. So, ein Minispiel, was ich nicht verstehe. Ausschau halten nach dem Roten. Einmal. Zweimal. Okay, ich habe es, glaube ich, doch verstanden. Okay, dann können wir dich jetzt direkt abkassieren hier, ne? So, du gehst direkt dahin. Wir brauchen eine Blutprobe. Was für eine Blutprobe brauchen wir denn? So, das können wir ihm schon mal geben. Das können wir der Ruth geben. Dich setzen wir hier hin. Du setzt dich erstmal auf den neuen Stuhl. Zack. Erstmal zack, 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 zack. Dem ich ja jetzt verstanden habe, wie es geht. Okay, so, beide abkassieren. Schönen Tag noch und herzlichen Dank. Boah, das ist doch echt. Warum setzen die sich immer auf den falschen Stuhl, Mann? Jetzt brauchen sie auch noch beide eine Blutprobe. Das ist aber schlecht. Okay, Moment. So, das bereiten wir aber schon mal vor. Die kassieren wir eine Zeit schon mal eben ab. Und Ruth kriegt dann auch die Blutprobe. Zack. Und du kommst hier unten hin. Ich war gerade mal überlegen, wo der zweite eigentlich hin ist. Da war doch noch einer, meine ich. Okay, dann machen wir hier nochmal. Dich nehmen wir direkt mit zu ihm. Hä, warum hat die jetzt die Ruth jetzt die Blutprobe nicht gegeben? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Achso, du sollst dahin. Ja, und für dich habe ich ja die Blutprobe. Was soll denn das? Muss ich nicht verstehen. Okay, das haben wir gemacht. Ihn haben wir jetzt auch nochmal eben behandelt. Er kann sich in der Zwischenzeit nochmal hinsetzen. Keine Ahnung. Achso, damit fülle ich die, glaube ich, auf. Okay. So, kassieren wir schnell ab. Hatten wir jetzt keine? Ich habe die doch extra genommen gerade. Oder hat er jetzt noch eine? Braucht er noch eine? Ich weiß es nicht. Ich bin hier gerade ein bisschen durcheinander, habe ich so das Gefühl. So, Blutprobe. Zack, Oma, Blutprobe. Du setzt dich dahin. Du kommst hier hin. Ach, die ist gegangen, bevor ich dir die Blutprobe geben konnte. Das ist nicht dein Ernst jetzt hier, oder?
Da ist was Rotes und... Achso, es sind drei rote Sachen diesmal. Da, okay. So, zack, damit du schon mal abhaust hier. Du kannst dich schon mal da unten hinsetzen. Du auf den guten Stuhl. So, auf Wiedersehen und Dankeschön. Boah, jetzt kommst du gerade in dem Moment rein. Zwei. Okay, ihr kann ich die Blutprobe schon mal geben. Zack. Dich untersuchen wir jetzt eben schnell. Auch alles in Ordnung. Du kommst dahin. Euch kassieren wir mal schnell ab. So. Juhu! Ich habe jetzt schon alle Sterne erreicht. Wunderbar. Und ich glaube, es war auch Schichtende gerade, ne? So, du kommst hier hin. Ja, sie ist wieder da. Okay, da hätte ich vielleicht mal was im Voraus machen sollen. So, Blutprobe. Zack, komm schnell, schnell, schnell. Aber ich habe die Herausforderung jetzt nicht bekommen, glaube ich, oder? Nee, mir fehlt noch eins. Oh nein. Und das nur, weil sie zwischendurch immer weggelaufen ist. Das ist doch Mist. Mann, 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 Mann. Herausforderung nicht geschafft, weil ich das nicht. Ja, ich hätte es zwischendurch machen sollen. So im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es zwischendurch machen sollen. Ich werde das für mich persönlich auch nochmal wiederholen, aber ich werde es jetzt mit euch nicht nochmal wiederholen. Ich denke, der Trick ist wirklich, dass man, wenn man zwischendurch kurz Zeit hat, mal eben das Blut anwirft und dass man ihr das dann direkt geben kann. Dass man dann auch die Herausforderung schafft. Na gut, wir gehen erstmal weiter. Neues Minispiel ist freigeschaltet worden. Allergietest auf der Haut werden mit einem Stempel die allergischen Reaktionen markiert. Vergiss nicht, die allergischen Reaktionen auf dem Notizblock zu markieren. Okay. Hört sich kompliziert an, aber wir versuchen es. Ich dachte mir, dass du vielleicht eine Umarmung gebrauchen könntest. Ah. Oh, von ihm auch. Das ist aber süß. Wie geht es dir? Ich dachte, dass sie zurückgekommen ist, um mich kennenzulernen, Connor. Stattdessen ist sie nur hier, weil sie etwas von mir braucht. Und ich soll ihr einfach so helfen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Allison, du bist dir nichts schuldig. Es gibt Menschen im Leben, die nur fordern, ohne darüber nachzudenken, dein Vertrauen missbrauchen. Auf solche Menschen kannst du besser verzichten. Aber dann muss ich auch sagen, dass ich deine Mutter nicht kenne. Ich wünschte, ich könnte dir da helfen, Allison. Ich bin schon froh, dass du hier bist. Ich bin immer noch hier. Im Gegensatz zu einem anderen Typen, den wir kennen. Ja. Die kleinen Eifersüchteleien kommen wieder durch. Okay, ich würde sagen, dass wir noch eine letzte Stage hier machen werden. Und dann denke ich mal, wird das ein guter Cut für uns sein. Mehr Papierkram. Finde die Akten für Viktor. Okay. Ja, wir sind sehr glücklich über das neue Mikroskop. All die neuen Geräte, die Daniel angeschafft hat, sind wirklich toll. Ja, ich freue mich auch sehr, dass er wieder zurück ist. Jetzt fühlt es sich endlich wieder an wie ein familiär geführtes Krankenhaus. Wir reden später weiter. Victor. John. Okay, zurück zum Thema. Ja, ich bin hier für die Akten aus dem letzten Jahr, für die Apotheke, das Labor und die Pathologie. Die Apotheke. Ja, und das Labor und die Pathologie. So schwer ist das doch nicht, oder? Nein, natürlich nicht, Papa. Ja, tut mir leid. Wir fangen sofort damit an, die Unterlagen zusammenzusuchen. Warum kommen Sie nicht morgen Abend zurück? Diese Akten, sie. Ja, sie können das Ende für Daniels Karriere bedeuten. Verflixter Junkie. Ex-Junkie. Wie auch immer, das ist Daniels Problem und er muss sich darum kümmern. Wir müssen immer noch diese Akten zusammensuchen. So, also, ich würde sehr, sehr gerne den zweiten Stuhl nehmen, aber da dummerweise die Leute ja immer reinrennen und sich auf den rechten Stuhl setzen und nicht auf die ersten Stühle,
Nehme ich den jetzt erstmal und dann kann ich sowieso nichts mehr machen, ne? Dann ist es, habe ich kein Geld mehr dafür. Okay, dann fangen wir jetzt das Level an. Finde die Akten für Victor. Okay, das sind da wohl die Ausrufezeichen, nehme ich mal an. Boah, das dauert aber richtig lange. Kann man das? Ja, kann man unterbrechen? Okay, Klemmbrett? Was soll ich denn hier machen? Ach so, das mit den Stempel. Okay, das, ja. Das, okay. Das war es anscheinend auch schon. Okay. Gut, dann schauen wir mal eben. Pinzette, zack. So, dann setzen wir dich mal da hinten hin. Das geht so schnell runter. Es ist ja schrecklich hier. Ja. Einmal Blut, okay. Können wir in der Zeit mal kurz abkassieren. Ging jetzt doch schneller, als ich dachte. So, zack, schnell abkassieren. Und rein damit. Sie kommt hier unten hin. Bis wir wissen, was sie braucht, machen wir natürlich erstmal die Akten. So, zack, 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 zack. Nein, okay. Da halt, du kommst dahin. Und ich wusste, dass sie das braucht. Irgendwie wusste ich das. Ich hatte es im Urin. So, das mal eben an die Dame. Zack, schnell dahin. Dich setzen wir mal hier unten hin. Kassieren in der Zwischenzeit mal kurz ab. Okay, geh mal kurz zu den Akten. Setzen den nach unten hin. So, eine Spritze brauchen wir. Bitteschön. Oh, nee, doch nicht. Den setzen wir noch da. Das müssen wir mal eben schnell aufladen. So. Nee, 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 nee. So, das nehmen wir. Zack. Die verliert da oben ja nicht ganz so schnell die Herzen, deswegen. So, dich setzen wir jetzt schon mal hin. So. Ich hab ihn gefunden! Ich hab ihn gefunden! Oh mein Gott! So. Okay, perfekt. Das ist für dich. So, dich setzen wir dann so lange auf den Stuhl. Du kommst hier unten hin. Gott, meine Schichtzeit ist bald zu Ende und ich habe noch gar keine Zeit, hier irgendwas zu machen. So, du dahin, ich dahin. Du dahin, ich komme sofort zu dir. So. Einmal das Blut. Oh, das war jetzt nicht so gut. Okay, das Blut mal eben schnell. So, die dahin. Dich setzen wir mal kurz dahin. Okay. Können wir leider alles nur so zwischendurch machen. Das ist der Nachteil. Einmal, zweimal, das war's dann auch schon. Einmal Klemmbrett. So, dich haben wir. Hallo. Ach so, ich muss das nur rechts markieren. Okay, das war dann nur beim ersten Mal. Verstehe. Okay. Du gehst jetzt mal schnell dahin. Ich hab dich jetzt. Nein! Ich hab. Ach so, ihr seid ja noch da. Oh mein Gott. Okay. Okay. So, das schnell dahin. Ja, komm dann schnell nochmal gucken. So, du auf den Stuhl. Dann werden wir zwischendurch nochmal schnell das mit den Akten machen, weil das Problem ist, wenn meine Schichtzeit jetzt zu Ende ist, kann ich das sonst mit den Akten nämlich nicht mehr machen. So, die oberen beiden. Schnell die Akten. Zack, 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 zack. In der Hoffnung, dass ihr keine Leben verliert. Schnell, schnell, schnell. Ja, Herausforderung. Wuhu! Das war clever am Ende. Da muss ich mich selber mal loben. Und wir haben dieses blöde Mistvieh endlich gefunden. Wir haben Oliver gefunden und haben die Herausforderung noch geschafft. Mega. Das ist auf jeden Fall gut Geld. Ja. Du dummer Idiot. Wo kommt das denn jetzt her? Victor hat uns gebeten, all die Akten der Apotheke aus dem letzten Jahr zusammenzusuchen. Oh, was sollen wir jetzt machen?
Kannst du ihn etwas hinhalten und uns so etwas Zeit verschaffen? Ich bin zwar nicht die beste Lügnerin, aber ich kann es probieren. Oh, hey Connor, ich wollte gerade gehen. Worum ging es denn hier? Er hat Schwierigkeiten mit den neuen Geräten. Es ist wirklich nichts, Connor. Ja, und damit haben wir, ich nenne ihn mal den Inspektor, freigeschaltet und eine gute Zeit gefunden, um einen kleinen Cut zu machen. Und ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich ein bisschen für meine Stimme entschuldige in dieser Folge, weil ich habe sehr viel Schleim im Hals und deswegen konnte ich auch leider nicht so gut reden. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr mich gut verstanden habt. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch zusammen. Bis dann. Ciao.